Wir sind live zurück im Deutschen Bundestag und hier wird diskutiert und gestritten über die Krankenversicherung, über beide Teile von ihr, über die gesetzliche und die private Krankenversicherung. Und zwar liegen vor zwei Anträge, einer der Linksfraktion und einer der AfD. Die Anträge sind recht gegenläufig. Die Linksfraktion möchte, dass die gesetzliche Krankenversicherung in Zukunft die einzige ist, dass also die private bzw. die Versicherten der Privatversicherung in die gesetzliche überführt werden. Das Prinzip der Solidarität sei durch diese Zweiklassenmedizin, so die Linksfraktion, ausgehebelt. Ganz anders der Antrag der AfD, die möchte den Wettbewerb innerhalb der gesetzlichen Krankenkassen stärken, und zwar indem die Altersrückstellungen auch bei einem Wechsel zu einem neuen Anbieter mitgenommen werden können. Das heißt, man hätte also keine Verluste. Im Plenum spricht für die CDU-CSU-Fraktion deren Abgeordneter Dietrich Mohnstadt. Systeme zu einer Einheitsversicherung bedeutet auch nicht, dass eine Zweiklassenmedizin abgeschafft wird bzw. nicht entstehen kann. Die gegenteilige Entwicklung wird eintreten. Durch die Abschaffung entsteht ein System, das nur die Grundversorgung abdeckt. Es wird zu einem Anstieg der privaten Zusatzleistungen kommen. Das sehen wir zum Beispiel an unserem Nachbarland Österreich. Circa ein Drittel der Bürgerinnen und Bürger hat dort eine oder mehrere private Zusatzversicherungen für Einzelleistungen. Diese privaten Zusatzversicherungen sind aber nicht für jeden zugänglich. Zunächst in finanzieller Hinsicht. Nicht jeder kann eine oder mehrere Zusatzversicherungen finanzieren. Und auch die notwendige Gesundheitsprüfung führt zu einer Risikoselektion. Genau dadurch entsteht doch erst ein Zweiklassensystem. Das wollen wir von der Union nicht, meine Damen und Herren. Auch das vorgeschobene Argument, dass GKV-Versicherte erschwert Arzttermine bekommen, ist vom Tisch. Ja, der Gesundheitsminister Jens Spahn hat recht, dass mit dem TSVG Regelungen auf den Weg gebracht sind, die dieses Problem zukünftig lösen. Dafür sind wir ihm sehr dankbar. Meine Damen und Herren, die im Weiteren von den Antragstellern geforderte Umwandlung der bestehenden Beihilferegelung ist in der Umstellung weder vom Bund noch von den Ländern finanzierbar. Bundeseinheitlich ist sie ohnehin nur mit den Bundesländern zu regeln und allein deshalb nach meiner Einschätzung nicht umsetzbar. Dies gilt im Übrigen auch für den Vorschlag zu den Altersrückstellungen. Hier wird durch die Antragsteller Artikel 14 des Grundgesetzes in seinem komplexen Regelungsrahmen schlicht ignoriert. Meine Damen und Herren, wir diskutieren heute auch noch einen zweiten Antrag zu den Altersrückstellungen der PKV. Der Antrag der AfD beinhaltet die Forderung, nach der Altersrückstellungen bei einem Wechsel der Krankenversicherung übertragen werden sollen. Auch diese Frage wurde in der Vergangenheit bereits diskutiert und, wie ich finde, auch gelöst. Schon im Jahre 2009 haben wir im GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz die Umsetzung des Transfers für die jeweiligen Altersrückstellungen in der PKV im Umfang des Basistarifs ermöglicht. Der wesentliche Grund für diese Beschränkung lag damals wie heute im Problem der konträren Risikoselektion. Wenn Versicherte mit niedrigem Risiko zu anderen privaten Versicherten abwandern, gefährden sie bei Mitnahme ihrer kompletten Altersrückstellung die Versicherungslage, also die Beitragsstabilität für die Übriggebliebenen. Der zweite Grund, und damit komme ich zum Ende, Herr Präsident, ist damals wie heute, dass unsere jeweiligen Koalitionspartner aus grundsätzlichen Erwägungen eine weitere Regelung nicht mitgetragen haben. Daher, meine Damen und Herren, lehnen wir beide Anträge ab. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Also die Union macht bei beiden Anträgen nicht mit. Dietrich Mohnstadt war das für die CDU-CSU. Weiter geht es mit Robby Schlund für die AfD. Herr Präsident, der Abschluss der Krankenversicherung in Deutschland ist seit 2009 Pflicht. Das ist auch gut so. Dabei sind rechnerisch 11% der Menschen in unserem Land Mitglied der privaten Krankenversicherung, Herr Kessler. Das sind 9 Millionen Versicherte. Und nicht mitgerechnet viele ausländische Studenten und Wissenschaftler. 9 Millionen Versicherte. Das sind Angestellte, Selbstständige, freie Berufe. Ich nenne nur einfach mal ein paar. Und zwar Künstler, Ärzte, Rechtsanwälte, Notare, Steuerberater,
Hebammen, Physiotherapeuten, Heilpraktiker, Journalisten, Dolmetscher und. Dazu kommen noch die Polizisten, die Lehrer und Angestellten in Behörden. 9 Millionen Bürgerinnen und Bürger. Hören Sie doch mal auch rumzulabern, hören einfach mal zu, das wäre auch mal eine Möglichkeit. 9 Millionen Bürgerinnen und Bürger unseres Landes, die neben ihrer Basistarifzahlung und Risikozuschlägen außerdem eine Altersrückstellung bezahlen müssen. Diese muss durch einen zusätzlichen Sparbeitrag von 10% sowie Zinsrückstellung vom Versicherten geschultert werden. Ab 65 Jahren bleiben dadurch die Beiträge konstant, trotzdem logischerweise altersbedingten erhöhten Leistungsumfang. Herr Monschner hat recht, es stimmt, bis 2009 konnten die Altersrückstellungen zu einer neuen Versicherung nicht mitgenommen werden. Das behinderte den Wettbewerb. Seit 2009 allerdings können das Neukunden nun zu einem bestimmten Teil im Umfang des Basistarifs die Altersrückstellung mitnehmen. Bei Altkunden allerdings gilt das nicht. Und diese können die Altrückstellung nämlich nicht mitnehmen. Und das, meine Damen und Herren, ist eine soziale Ungerechtigkeit, die wir in unserem Antrag zugunsten der Versicherten beseitigen wollen, meine Damen und Herren. Eigentlich bin ich jetzt theoretisch schon ein bisschen fertig, aber ich muss noch ein bisschen was, obwohl Herr Schneider schon was zu Ihrem Antrag sagen. Es hat mich unmäßig und es hat mich fassungslos und traurig gemacht, dass Sie ehrlich gesagt so einen Antrag stellen. Den haben Sie, wie wir gehört haben, schon 100 Mal gestellt. Und Sie sehen ja immer, dass es den Leuten die Sprache verschlägt hier draußen und natürlich auch den neuen Abgeordneten, die hier im Parlament sitzen, was Sie da machen. Ich zitiere einfach mal einen Teil Ihres Antrages. Altersrückstellungen sind in den Bilanzen der PKV aufzulösen und als Ausgleichszahlung an den Gesundheitsfonds zu leisten. Geht's noch? Wir reden von einer Rücklage von 250 Milliarden Euro. 250 Milliarden Euro. Sie prellen damit einen Großteil der Leistungsträger unserer Gesellschaft. Und das können wir nicht mitmachen. Das ist soziale Ungerechtigkeit und das ist soziale Enteignung, meine Damen von den Linken und Herren und wie auch immer. Wollen Sie unsere Lehrer, unsere Polizisten, unsere Ärzte, unsere Künstler in die sichere Altersarmut schicken? Schämen Sie sich. Karl Marx würde sich im Grabe rumdrehen, wenn er einen Antrag hören würde. Wozu, meine Damen und Herren, wozu dienen denn Altersrückstellungen? Soll ich Ihnen die Frage beantworten? Die ist nämlich ganz einfach. Sie dienen zur Deckung der späteren Kosten im Tarif. Genau, deswegen müssen sie überführt werden. Die gesetzlichen, aber die private Auflösung. Die gehören ganz allein den Versicherern und niemand anders, nicht einem ominösen Kollektiv. Wir verlangen einen Gesetzentwurf durch die Bundesregierung, in dem sichergestellt wird, dass alle Versicherten in der PKV beim Anbieterwechsel ihre Altersrückstellung mitnehmen können, auch die Neukunden. Und außerdem fordern wir zeitgemäße Neustrukturierung von EBM und GOE. Vielen Dank für meinen emotionalen Vortrag. Bobby Schlund war das für die AfD-Fraktion, der hier deutlich gemacht hat, dass seine Fraktion die Vorlage der Linksfraktion nicht mitmachen will. Sabine Dittmar für die SPD, deren gesundheitspolitische Sprecherin sie ist, ist die nächste Rednerin. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, ich lüfte hier kein Geheimnis. Die SPD setzt sich seit langem für die Einführung einer Bürgerversicherung ein. Wir wollen eine gerechte gesundheitliche Versorgung und eine gerechte Finanzierung der Kosten. In einer Bürgerversicherung wurden, wie der Name schon sagt, alle Bürgerinnen und Bürger einbezogen, Freiberufler, Selbstständige, Beamte, natürlich auch Abgeordnete, würden nach der Höhe ihres Einkommens an die Solidargemeinschaft ihre Beiträge zahlen. Und ich gehe davon aus, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass es Ihnen so ergeht wie mir. Viele Briefe von privat versicherten Bürgerinnen und Bürgern erreichen mich, die im Alter ihre horrenden Beiträge nicht mehr bezahlen können oder massive Leistungskürzungen hinnehmen müssen. Die Kollegin Baas hat hier auch eine Menge Beispiele aufgezählt. Und diese vielen Beschwerden der Privatversicherten zeigen mir deutlich, die BKV ist ein Auslaufmodell. Und die Menschen erkennen auch die Schwachpunkte dieses Systems. Natürlich, sie bekommen in der Arztpraxis oftmals bevorzugt und schnellere Termine. Aber diese Privatpatienten müssen dann auch oftmals eine Überdiagnostik und eine Übertherapie
über sich ergehen lassen, die medizinisch in keinster Weise evidenzbasiert ist. Und lieber Herr Kollege Monstadt, ich weiß nicht, ob es ein echter Vorteil, ob es wirklich von Nutzen ist, wenn sogenannte Innovationen ohne belegte Evidenz zum Einsatz kommen. Ich möchte nicht als Versuchskaninchen dienen. Und ich bin sehr dankbar, dass wir mit dem gemeinsamen Bundesausschuss ein Gremium haben, das sehr, sehr diffizil in die Methodenbewertung einsteigt. Und ich hoffe, das bleibt auch so. Es wird von einem Wettbewerb zwischen GKV und BKV gesprochen. Und von diesem vermeintlichen Wettbewerb profitieren allerdings nur gutverdienende junge Versicherte. Geringverdiener, sogenannte kleine Selbstständige, Menschen mit Behinderung, Schwerkranke und alte Menschen sind vom Wettbewerb ausgeschlossen. Liebe Kolleginnen und Kollegen der Linksfraktion, dass es Reformbedarf bei den Krankenversicherungssystemen gibt, da sind wir uns also einig. Was den Reformweg angeht, unterscheiden wir uns allerdings grundlegend. Ihr Vorschlag, zu einem Stichtag X die Vollversicherung in der BKV abzuschaffen, den lehnen wir ab. Sie wissen selbst, dass es dazu erhebliche verfassungsrechtliche Bedenken gibt. Aus unserer Sicht muss das System schrittweise und nicht in einem Hauruck-Verfahren umgebaut werden. Unser Konzept sieht vor, Neuversicherte automatisch in die Bürgerversicherung aufzunehmen. Bisher Privatversicherte können den Wechsel wählen. Und außerdem können sowohl gesetzliche Krankenkassen als auch private Krankenversicherung den Bürgerversicherungstarif anbieten. Mit uns wird es also keine Einheitskasse geben, sondern die bisherigen Kassen und Versicherungsunternehmen werden bestehen bleiben. Ja, Kolleginnen und Kollegen, ich verrate auch kein Geheimnis, wenn ich sage, dass wir mit unseren Koalitionspartnern das Konzept einer Bürgerversicherung nicht umsetzen können. Und eine Koalition einzugehen, heißt eben auch, Kompromisse zu machen. Und ich bin überzeugt, dass wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten es aber trotzdem schaffen werden, uns schrittweise hin zur Bürgerversicherung zu bewegen. Mit dem Termin Service und Versorgungsgesetz haben wir geregelt, dass gesetzlich Versicherte nun schneller einen Arzttermin erhalten. Die Termin-Service-Stellen bauen wir aus, Sprechstundenangebot erweitern wir. Ärzte und Ärztinnen erhalten für Neupatienten und in der offenen Sprechstunde und für Neupatienten zusätzliche Vergütung. Und auch die Patienten über Terminservicestelle oder die vom Hausarzt kommen, werden mit Zuschlag vergütet. Sie sehen, es lohnt sich, in der GKV versichert zu sein, und es lohnt sich auch, GKV-Patienten zu behandeln. Und auch in einer Koalition können wir deutliche Verbesserungen für unsere gesetzlich Versicherten erreichen. Das haben wir damit unter Beweis gestellt. Aber ich möchte auch darauf hinweisen, dass auf Landesebene die SPD in Sachen mehr Gerechtigkeit zwischen den Systemen gut unterwegs ist. So zahlt Hamburg nun für gesetzlich versicherte Beamtinnen und Beamten einen hälftigen Zuschuss zu den Krankenversicherungsbeiträgen. Und immerhin sind 15% der Beamtinnen und Beamten in der GKV versichert. Diese wurden bzw. werden bisher klar benachteiligt, denn sie müssen den Beitrag vollständig alleine tragen. Ein Bundesbeamter schrieb mir vor wenigen Wochen, also mit drei Kindern, schrieb mir vor wenigen Wochen, es geht hier um das Geld von denjenigen, die es am meisten nötig haben. Beamte der unteren Besoldungsgruppen, Beamte mit mehreren Kindern, Beamte mit chronischen Erkrankungen. Und auch für diese Gruppe muss die Krankenversicherung gerecht finanziert werden. Und ich möchte an dieser Stelle auch erwähnen, dass der Deutsche Beamtenbund, der den GKV-Zuschuss für Beamte ablehnt, sich hier wirklich fragen lassen muss, ob er wirklich die Interessen aller Mitglieder vertritt. Denn hier geht es nicht um eine Zwangsversicherung. Die Beamten können wählen, ob sie sich privat oder in die GKV versichern. Und immerhin haben sich in Hamburg zwischenzeitlich über 1000 neue Beamtinnen und Beamten für dieses Modell erschienen. Das ist eine deutliche Sprache. Und ich freue mich sehr, dass nun auch weitere Bundesländer die Initiative für ihre Beamten ergreifen. Auch das linksregierte Thüringen ist nun endlich auf die Sprünge gekommen. Und es wäre nur konsequent, auch auf Bundesebene für die Beamtinnen und Beamten aktiv zu werden.
Leider haben wir unseren Koalitionspartner davon noch nicht überzeugen können. Aber ich sage Ihnen, wir arbeiten daran. Es ist ein mühsamer, es ist ein kleinschrittiger Weg. Doch ich bin davon überzeugt, die Bürgerversicherung wird kommen. Dafür werden wir weiterhin kämpfen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau. Wir arbeiten daran. Es ist ein mühsamer Weg. Sabine Dittmer war das für die SPD-Fraktion. Ihr Plädoyer für eine Bürgerversicherung. Weiter geht es mit Nicole Westig, der pflegepolitischen Sprecherin der FDP-Fraktion. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ein System für alle. Unter diesem Motto fordert die Linke in schöner Regelmäßigkeit die Zusammenlegung von gesetzlicher und privater Kranken- und Pflegeversicherung. Es passt auch wunderbar in ein Weltbild, in dem alles private Werk des Teufels ist. Und das sage ich ganz bewusst als Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse. Aber die Einheitskrankenversicherung und auch die Einheitspflegeversicherung sind die falschen Antworten. Die größte Herausforderung für unsere sozialen Sicherungssysteme ist doch nicht der Rest an Wettbewerb, der zwischen den Systemen noch herrscht. Nein, das größte Problem ist doch das des demografischen Wandels, der mangelnden Generationengerechtigkeit. Denn immer weniger junge Beitragszahler müssen aufkommen für immer mehr Rentner, immer mehr Kranke und immer mehr Pflegebedürftige. Wir wissen seit langem, dass dieses System schon bald nicht mehr trägt. Wer jetzt noch ausschließlich auf das Umlageverfahren bei unseren sozialen Sicherungssystemen setzt, der macht sich zum Totengräber derselben. Aber unbekümmert vom demografischen Wandel und Generationenungerechtigkeit bläst die Linke wieder einmal zum Sturm auf die Privaten. Dabei würden Ihre Vorstellungen zur Vereinheitlichung der Kranken- und Pflegeversicherung schon am Verfassungsrecht scheitern. Als Stichworte nenne ich nur die Beitragsbemessungsgrenze oder den Zugriff auf die Kapitalvorsorge der Privaten. Auch geht Ihre Problemanalyse an der Faktenlage vorbei. Die Privatpflegeversicherten beispielsweise sind im Durchschnitt älter, der Anteil an Pflegebedürftigen in den beiden höchsten Pflegegraden ist größer, und die monatlichen Leistungsausgaben pro Pflegebedürftigen sind ebenfalls höher als in der gesetzlichen. Aber das Hauptproblem ist, Sie wollen die private Versicherung abschaffen, obwohl die Privaten genau das haben, was ein Teil zur Lösung der demografischen Herausforderung ist. Sie setzen nämlich auf Kapitaldeckung und nicht ausschließlich auf das Umlageverfahren. Und das ist der richtige Weg. Wir brauchen mehr Kapitaldeckung für die Rente, für die Pflege und damit auch für die Krankenversicherung. Deswegen ist nicht die Abschaffung der privaten Versicherungen das Gebot der Stunde, sondern deren Stärkung. Also, lassen Sie uns notwendige Reformen in unseren Sicherungssystemen angehen, bei der Kranken- und der Pflegeversicherung, mehr Kapitaldeckung und betriebliche Altersvorsorge hin zu einem Drei-Säulen-Modell. Ihren Antrag lehnen wir ab. Vielen Dank, Frau Kollegin Westig. Die Rede von Nicole Westig, die Begründung der Ablehnung ihrer Fraktion. Weiter geht es mit Erwin Rüttel, dem Vorsitzenden des Gesundheitsausschusses des Bundestages. Er gehört der Unionsfraktion an. Herr Präsident, meine Damen und Herren, mit dem vorliegenden Antrag will die Fraktion Die Linke wieder einmal alle Privatversicherten in die gesetzliche Krankenversicherung überführen. Es ist das alte Lied, Wahlfreiheit der Patienten ist unerwünscht und Wettbewerb ist des Teufels, denn das Heil liegt einzig allein in der staatlichen Einheitsmedizin. Ich glaube, es war Ärztepräsident Frank Ulrich Montgomery, der dieses Konzept als Turbolader auf dem Weg zur Zweiklassenmedizin bezeichnet hat. Meine Fraktion lehnt dieses Vorhaben ab. Wir wissen doch, dass die privaten Kassen Vorreiter bei der Umsetzung des medizinischen Fortschritts sind und damit Garant für Therapiefreiheit. Wir wissen doch, dass die Privatpatienten, die Kassenpatienten im hohen Maße quersubventionieren und viele Praxen ohne diese Mittel gar nicht existieren könnten. Wir wissen doch, dass das Konzept der Linksfraktion ausgerechnet die Arbeitgeber zusätzlich belasten würde, die besonders viele hochqualifizierten Mitarbeiter beschäftigen. Und wir wissen, was medizinischer Sozialismus im Gesundheitswesen bewirkt, nämlich schlechte Leistung für alle
und bessere Leistungen nur für die, die aus eigener Tasche zahlen können. Und man muss nur nach Großbritannien sehen, wo wir ein Einheitssystem haben. Aber das ist noch nicht alles. Die sogenannte Bürgerversicherung treibt nicht nur die Arbeitskosten in die Höhe, sondern sie vernichtet auch Zehntausende Arbeitsplätze in der PKV. Provoziert nebenbei Praxisschließungen, ist innovationsfeindlich und verfassungsrechtlich im hohen Maße fragwürdig. Im Übrigen, warum sollten Ärzte und Krankenhäuser ihre Patienten besser behandeln, nur weil die Kassen ihre Beitragsgelder nach einem neuen System einsammeln? Und wenn es keine private Konkurrenz und damit keinen Wettbewerb mehr gibt, warum sollten Kassen sich dann besonders um Kunden kümmern, die nicht mehr abwandern können? Ich bleibe dabei, eine staatliche Einheitskasse führt direkt in die von ihren Vordenkern beklagte Zweiklassenmedizin. Denn nur wer Geld hat, wird immer einen Arzt finden für jede Therapie. Überdies wäre das Ganze ein Experiment mit zahllosen Unbekannten und würde Parlament und Gerichte ohne jede Not auf Jahre beschäftigen. Meine Damen und Herren, wir haben ein Gesundheitswesen, das im internationalen Vergleich vorbildlich ist. Wir wollen es erhalten und zukunftsfest machen. Und wir werden alles daran setzen, um zu verhindern, dass es aus ideologischen Gründen ruiniert wird. Natürlich ist die Welt in den vergangenen Jahren nicht stehen geblieben. Das gilt auch für die PKV. Mittelfristig müssen wir auch dort schauen, wo sich aus veränderten Voraussetzungen Reform- und Regulierungsbedarf ergibt. Aber das gehört zu unseren Aufgaben, das duale System so weiterzuentwickeln, dass GKV und PKV sich einem möglichst umfassenden Wettbewerb um die beste Versorgung und um die günstigsten Tarife für die Versicherungen liefern können. Meine Fraktion wendet sich mit allem Nachdruck gegen eine Fixierung auf das Modell der Einheitsversicherung. In Wahrheit haben wir nämlich angesichts der Alterung der Gesellschaft ganz andere Probleme zu lösen. Die Zukunft und die Attraktivität unserer ländlichen Regionen hängen entscheidend von einem guten und wohnortnahen medizinischen Versorgung ab. Die Länder müssen endlich ihren Krankenhäusern die dringend notwendigen Investitionskosten finanzieren. Nicht nur Schulen und Gewerbebetriebe, sondern auch die Krankenhäuser müssen mit Glasfaser erschlossen werden. Wir müssen Strukturen ändern in der Versorgung und wir müssen die Synergieeffekte im System besser nutzen. Denn die medizinische und pflegerische Versorgung wird morgen anders sein als heute. Konsequente Digitalisierung und Vernetzung, Prozesssteuerung, technische Assistenz und Telemedizin werden das System grundlegend verändern. Daran müssen wir arbeiten, statt mutwillig unser bewährtes Gesundheitssystem aufs Spiel zu setzen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Soweit Erwin Rüggel von der CDU-CSU-Fraktion, der hier auch dafür plädiert hat, am aktuellen Zustand festzuhalten. Weiter geht es mit Tino Sorge, ebenfalls CDU-CSU. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Also bei manchen Äußerungen der Linken gerät man ja öfter mal ins Staunen. Also jetzt nicht darüber, dass wir dieses Thema wie ständig grüßt das Murmeltier wieder hier im Plenum debattieren. Aber im Grunde ist es ja nichts anderes, was Sie uns um die Mittagszeit hier wieder präsentieren, als ein fades Gericht, neu aufgewärmt, wieder vorgesetzt. Und dann wundern Sie sich, warum das hier niemandem schmeckt. Und wenn man Ihnen zuhört, dann hat man immer den Eindruck, dass in Deutschland das ganze System den Bach runtergeht, die Gesundheitsversorgung am Abgrund stünde. Und insofern möchte ich auch den Kollegen Kessler noch mal daran erinnern, wir sind jetzt 200 Jahre nach Karl Marx, dass wir uns hier nicht im Klassenkampf befinden. Und das sollten Sie bei der Diskussion auch mal ein bisschen beherzigen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, in den letzten Wochen hat man ja so ein bisschen den Eindruck, dass einige ihre Enteignungs-, Umverteilungs- und Verstaatlichungsfantasien so in vollem Umfang ausleben wollen, gerade im linken Spektrum. Im Bereich der Wohnungsnot wird dann über Enteignung von Wohnungsunternehmen debattiert, als ob man da die Probleme lösen könnte. Und da machen Sie natürlich auch vor dem Gesundheitsbereich nicht Halt. Und da sind Sie offensichtlich bei sich wieder mal voll im Trend, aber es wird Sie enttäuschen. So funktioniert weder
Wohnungsbaupolitik, so funktioniert weder Sozialpolitik und erst recht funktioniert Gesundheitspolitik so nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wenn man sich dann Ihren Antrag anschaut, das sind ja die Begrifflichkeiten immer, das hört sich dann, das ist so eine richtig schöne Schönwetterbelletristik, da wird dann von System für alle, da wird von Solidarversicherung, da wird von Bürgerversicherung gesprochen. Und wenn man mal genau hinschaut, sieht man, es sind hohle Phrasen. Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Klein-Schmeink? Ja, natürlich. Herr Kollege Sorge, Sie sprechen gerade von Enteignung und Ähnlichem. Aber letztendlich geht es ja darum, wie wir die drängenden Fragen nach sozialer Sicherung und das Einlösen unseres Sozialstaatsversprechens hinbekommen. Und jetzt kann man Vorschläge der Opposition ablehnen, kritisch sehen, aber man müsste ja wenigstens mal Antworten geben. Und da würde mich schon mal interessieren, wie Sie eine tragfähige, solide Finanzierung all der Aufgaben, die da vor uns liegen, und zwar im Bereich Pflege wie im Bereich Gesundheit, denn dann tatsächlich hinbekommen wollen. Und da sehen wir doch noch deutliche Lücken. Ich sehe von Ihrer Seite keinerlei Vorschläge, wie Sie denn die Digitalisierung im Gesundheitswesen finanzieren wollen, wie Sie den Investitionsstau bei den Krankenhäusern auflösen wollen, oder Sie haben gerade den Bereich des bezahlbaren Wohnraums genannt, wie Sie da tatsächlich zu Lösungen kommen, die in der Bevölkerung das Vertrauen in die soziale Sicherheit und in den Sozialstaat glaubhaft einlösen. Also, liebe Maria Klein-Schmeink, das ist ja im Grunde immer der Reflex. Also, Sie behaupten, wir hätten keine Lösung. Bloß wir haben ja gesagt, wir müssen die Systeme weiterentwickeln. Und das machen wir ja. Das TSVG ist hier beispielsweise genannt worden. Aber das geht auch an die Adresse Ihrer Fraktion. Wenn Sie natürlich bei der Veränderung dieses Systems immer nur einseitig sagen, wir müssen alle in die gesetzliche Krankenversicherung zwingen, also eine Einheitskasse machen, aber nicht mal ansatzweise darüber nachdenken, wie wir im Bereich der privaten Krankenversicherung da auch Verbesserungen möglicherweise hinbekommen, dann müssen Sie sich nicht wundern, wenn bei den Diskussionen jeder immer auf seiner Meinung beharrt und wir da nicht weiterkommen. Also insofern haben wir ja eine Menge Beispiele gebracht. Das Thema Dualismus ist angesprochen, also dass medizinischer Fortschritt sich ja auch dadurch entwickelt, dass Wettbewerb im System ist. Und das erreichen wir dadurch. Also das ist immer ein bisschen einfach, wie Sie es sich machen. Ja. Und insofern ist das auch der Punkt, den man ja auch in der Diskussion viel zu selten anspricht. Das ist das, was in Ihrem Antrag völlig gefehlt hat. Da wird ein Zerrbild gezeichnet, da wird so getan, als sei das Gesundheitssystem in Deutschland eines, was am Abgrund stünde. Gehen Sie doch mal ins Ausland. Immer im Ausland, wenn Sie dort sind, sagen die Menschen, das ist in Deutschland eines der besten Gesundheitssysteme weltweit. Und Sie suggerieren hier, als sei dort alles schlecht und blockieren gleichzeitig Verbesserungen, die wir machen wollen. Und wenn man sich Ihren Antrag genauer durchliest, das ist ja auch, dass Sie mit Begrifflichkeiten arbeiten, die nach meiner Auffassung schon ein bisschen grenzwertig sind. Sie sprechen dann davon, dass die private Krankenversicherung schädlich sei, die private Krankenversicherung sei die Ursache aller Probleme. Glauben Sie denn wirklich, dass 10% der Versicherten die Probleme, die wir teilweise in der gesetzlichen Krankenversicherung haben, lösen können? Nein, und das sehen wir als Union ebenso. Und wenn Sie sich Ihren Antrag genauer anschauen, dann sehen Sie auch ganz konkret, dass Sie bei 9 Millionen Menschen in der privaten Krankenversicherung davon sprechen, dass das schädlich sei oder für diese Menschen schädlich. Also so einfach ist es aber nicht. Wenn Sie sich andere Länder anschauen, in denen beispielsweise diese Einheitskassen, Einheitsversicherungen gelten, was passiert denn da? Die Zuzahlungen gehen in die Höhe, die Wartezeiten steigen immer weiter, Innovationen werden ausgebremst. Und nur ganz, ganz wenige partizipieren von diesen Innovationen. Und das sind die Schattenseiten, die sollten Sie auch in der Diskussion den Bürgerinnen und Bürgern sagen. Das wollen wir als Union nicht. Und deshalb sind wir für einen Dualismus. Und wenn man sich dann auch mal anschaut, was Sie für Vorschläge anbieten, also hier wird ja immer so getan, als hätten Sie ein System, das durchdacht sei, dann erklären Sie uns doch bitte mal,
Wie wollen Sie das denn machen? Sie reden von Zwangsüberführung der Privatversicherten in die gesetzliche Krankenversicherung. Sie geben selbst zu, dass in dem Bereich bis zu 68.000 Menschen tätig sind. Und dann sollen Sie doch mal erklären, was ist denn mit diesen 68.000 Arbeitsplätzen? Was ist denn mit diesen 68.000 Menschen? Was ist denn mit diesen 68.000 Existenzen und Familien? Und Ihr Vorschlag, der lautet, man könne die ja alle umschulen. Also herzlichen Glückwunsch, liebe Linke, wenn das Ihr Verständnis von Solidarität, wenn das Ihr Verständnis von sozialem Umgang ist, dann kann ich Ihnen nur sagen, das ist nicht solidarisch, das ist nicht sozial, das ist schlichtweg asozial, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und lieber Herr Weinberg, das ist ja nicht das erste Mal, dass wir auch darauf hinweisen, dass es in der politischen Debatte, gerade bei so einem kontroversen Thema, auf der einen Seite ja einfach ist, einfache Lösungen zu propagieren. Aber das löst ja die Probleme nicht und das führt auch nicht dazu, dass wir letztendlich zu Lösungen kommen. Und deshalb sage ich Ihnen ganz offen, blenden Sie nicht immer die Bürgerinnen und Bürger mit vermeintlich einfachen Ideen. Bieten Sie Lösungen an. Und das sage ich Ihnen auch ganz konkret und ganz offen. Wir zeigen Ihnen doch, was Regierungsarbeit ausmacht. Wir als Union wollen die Krankenversicherung Schritt für Schritt weiterentwickeln, während Sie das System in einem Hauruck-Verfahren verunstalten wollen. Das ist mit uns nicht zu machen. Deshalb werden wir Ihren Antrag ablehnen und deshalb bekommen Sie dafür auch keine Zustimmung. Vielen Dank. Tino Sorge war das, meine Damen und Herren, für die CDU-CSU-Fraktion der letzte Redner in dieser Debatte zur Zukunft der gesetzlichen und der privaten Krankenversicherung. In der Lage der Dinge haben die Anträge nicht keine großen Chancen. Sie werden aber gleichwohl jetzt in den Gesundheitsausschuss überwiesen. Jetzt haben wir eine Reihe von Überweisungen ebenfalls in die Ausschüsse im vereinfachten Verfahren. Und das bedeutet in der Bundestagssprache ohne Debatten dazu, einfach nur Abstimmungen. Deshalb machen wir einstweilen jetzt weiter im Studio. Aber erlauben Sie mir noch den Hinweis, wir sind wieder da zum ersten Wahlgang des bei der Wahl eines Stellvertreters für das Bundestagspräsidium, wo wieder ein Kandidat der AfD antreten wird, nämlich der Abgeordnete Otten. Bis dann melden wir uns wieder. Einstweilen geht es weiter im Studio mit dem Kollegen Stefan Kulle.